Freunde, was gibt es für ein heftiges Champions-League-Viertelfinale, liebe Freunde? Die Bayern spielen gegen Manchester City, gegen ihren Ex-Trainer Pep Guardiola. Freunde, Wahnsinn, ich freue mich drauf. Ein Hammerspiel. Für mich mit der schwerste Gegner mit Real Madrid. Also City und Real wären für mich die schwersten Gegner gewesen. Bayern kriegt Manchester City. Ich bin mega gespannt. Okay, wie geht's weiter? Inter Mailand spielt gegen Benfica Lissabon. Okay. Für mich leichter Favorit vielleicht Inter, aber muss man abwarten. Benfica darf man auch nicht unterschätzen. Real Madrid spielt gegen Chelsea. Das Duell hatten wir auch letztes Jahr. War ein heftiges Spiel, heftiges Rückspiel. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Damals noch mit Thomas Tuchel bei Chelsea. Also, ja, da freue ich mich sehr drauf. So, dann gibt es noch das vierte Duell und zwar AC Mailand gegen Neapel. Wir haben viele italienische Mannschaften. Drei italienische Mannschaften gab es, glaube ich, ewig nicht mehr. Inter, AC und Neapel. Ein italienisches Duell gibt es. Also eine italienische Mannschaft wird rausfliegen. AC Mailand oder Neapel. Okay, also da ist Neapel für mich natürlich der Favorit, weil sie gerade Nummer 1 in der Serie A sind. Freunde, super spannend. Ich freue mich vor allem, wie gesagt, auf das Bayern-Spiel. Sie haben natürlich es heftig getroffen. Also, um da weiterzukommen, werden sie eine Top-Leistung brauchen. Wir haben gesehen, was RB Leipzig passiert ist, als sie gegen City gespielt haben. 7-0, Freunde. Haaland 5er-Pack, Freunde. Also, Haaland gegen die Bayern wieder. Ich bin so gehypt jetzt schon drauf, Freunde. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.